Hallo und herzlich willkommen zurück zu Terraria. Gleich als erstes muss ich mich nochmal, was heißt nochmal, muss ich mich bei Jan bedanken für den Tipp mit dem Bett. Ich glaube, das hatte noch keiner geschrieben. Dann kann ich nämlich immer beim Bett respawnen und das ist doch schon sehr, sehr praktisch. Aber das kann ich jetzt hier nicht bauen, dann muss ich wieder hier hin. Hier kann ich doch bestimmt das Bett bauen. Schauen wir doch mal. Ja, nein, vielleicht. Wie kann ich denn ein Bett bauen? Das ist jetzt die nächste Frage. Holztüren, so ein Zeug. Das ist alles. Dreckwand, Holz, Falltür. Genau, Falltür. Das ist genau mein Stil. Holztisch, Werkbank. Bruchschild, ja, das ist auch total mein Stil. Wie zur Hölle kann ich denn Bett bauen? Holzschwert. Holzjojo. Nein. Also ich gehe doch mal davon aus, dass ich das da oben bauen kann. Ich muss doch bestimmt nicht hier dran, um irgendwie Stahlbett zu bauen, oder? Ich glaube nicht. Oh nein, nein, nein. Ach verdammt. Ihr müsst mir mal erklären, wie ich hier ein Bett bauen kann. Das ist auch alles. Banane. Ich kann Tisch bauen. Jetzt hüpft schon. Jetzt hüpft doch. Ich gehe das jetzt noch mal ganz schnell hier durch. Aber ich glaube, das sollte man doch eigentlich schon am Symbol erkennen, wie ein Bett aussieht. Eine Werkbank und ein Holztisch kann ich bauen. Ja, schön. Eine Tür, eine Falltür, aber ein Bett ist nicht dabei. Ralf, der Händler ist angekommen. Uhu. So. Der Händler ist da. Aber auf jeden Fall kann ich dann hier dieses Lagerfeuer wegmachen, weil das braucht nicht überall sein, sondern der Raum muss nur einen Tisch haben, einen Stuhl und eine Beleuchtung. Das ist aber ein bisschen dunkel, deswegen werde ich da mal noch eine Fackel hinsetzen. Und zwar, da kann ich die nicht hinsetzen, dann setzen wir die halt dahin. So. Okay, was wollte ich denn jetzt noch machen? Mal kurz überlegen. Auf jeden Fall rede ich gleich mit dem Händler, aber irgendwas war da noch. Ach egal, dann rede ich jetzt mit dem Händler. Wenn ich schon mal hier bin. Die Sonne steht zwar hoch, meine Preise sind's aber nicht. Wer es glaubt. Das könnte ich kaufen. Interessant. Eine Sichel, Seil, Wurfstern, Bergmannshelm. Sorgt beim Tragen für Licht. Das wäre natürlich. Das wäre natürlich sehr nett, aber boah, das ist echt teuer. Sparschwein, Eisenamboss, Fliegennetz, Kupferaxt, Kupferspitzhacke, Fackel, schwacher Haltrank. Ja, bisher, nee. Nee, Kollege. Nee, nee. So. Ich würde dann sagen, was würde ich. Oh, da liegt Geld. Das nehme ich natürlich mit, danke. Mache ich wieder zu. Ich werde mich jetzt mal um den Block da kümmern. Und dann hier glaube ich dann. Oh Gott, das ist schon wieder ein blöder Winkel. So. Genau, dann machen wir das jetzt nämlich so. Dann werde ich da weiter Blöcke hinsetzen. Dann werde ich da noch so einen Raum hinbauen. Aber ich glaube, ich brauche. Ja, der Baum muss da erst weg. Ja, das ist ja kein Problem. Ich brauche sowieso mal wieder ein bisschen Holz so langsam. Kann ich gleich die ganzen Bäume schon wegmachen. Und habe dann auch noch genug Holz. Und eins und zwei. Und eins und zwei. Du bleibst da einfach so? Nee. So. Ich glaube, ich lasse jetzt doch mal da den Hilfscursor an.
und werde mal bis hier so erstmal ein bisschen bauen. Das sieht doch ganz okay soweit aus. So. Moment. Hä? Kann ich nicht? Ich würde da gerne das... lass mich raten. Nein, ich muss... Wieso kann ich denn nicht... Ich wollte das da ganz zumachen. So. Nächster Blob erledigt. Kann ich nicht. Okay, wegen diesem... Das sieht aber komisch aus. Hallo? Gibst du auch? Ja, geht doch kaputt. So. Dann wollen wir doch mal oben erstmal ein bisschen die Decke bauen. Und zwar von mir aus, ja, das sollte reichen. Dann brauche ich jetzt wieder eine Tür, die ich nicht mehr habe. Gut. Das sollte aber kein Problem sein. Können wir nämlich eigentlich ganz einfach hier herstellen. Eine Holztür. Genau, eine Holztür, danke. Oh nein! Jetzt ist da dieser blöde... Ich würde da gerne noch, bevor es dunkel wird, einfach die Tür hinsetzen und es zumachen. Das ist zu viel verlangt. Scheinbar. Bäm. So, wo ist die Tür? Da ist die Tür. Die Tür kommt dann so dahin. Gut. Das passt doch schon mal. Dann habe ich hier noch Holzwände. Muss ich mir gleich mal ein paar mehr von machen. So, die Holzwände waren doch, glaube ich, da ganz, also fast ganz oben. Da haben wir Holzwand. So. Sollten doch reichen. 60 Stück, oder? Das sollte doch reichen. Gut, das waren erstmal alle Holzwände und dann werde ich da mal eine Lichtquelle hinsetzen und noch ein paar Holzwände herstellen, jetzt wo es sowieso dunkel ist. Da haben wir die Holzwände. Warum hattest du da gerade so eine Schriftblase? Willst du mir vielleicht irgendwas über den Händler erzählen? Gut, das waren jetzt die Blöcke. Dann brauche ich jetzt noch einen Tisch und einen Stuhl und das war's dann für den Raum erstmal wieder. Und dann lasse ich das erstmal wieder mit dem Bauen. Würde ich mal vorschlagen. So. Da haben wir einen Holztisch. Ich mach das jetzt einfach so. Und den setze ich mal. Ja, hier. Nein, nicht in die Luft. Ja, warum nicht dahin? Dann fehlt da noch der Stuhl. Und den setze ich dann mal dahin. Tada! So. Du hast... Koschkablek Mok... Oha, sorry. Das war klingonisch für Kauf etwas oder stirb. Du solltest in der Nacht drin bleiben, ja. Du erzählst nichts Neues. Damit eine Krankenschwester einzieht, solltest du deine maximale Lebensspanne erhöhen. Ja, das habe ich doch schon. Ich habe doch jetzt schon 120. Hm.
Ja, der Plan ist jetzt erstmal mehr Lebenspunkte noch zu bekommen. Aber eigentlich habe ich ja schon mehr. Von daher ist schon ein bisschen doof. Boah, das geht da schon ganz schön weit runter. Es ist Nacht, das heißt, ich schaue erst noch mal hier runter. Ist da nicht irgendwas gibt, was ich noch vielleicht abbauen könnte? Das Spiel zeigt ja auch nirgendwo Tag-Nacht an, oder? Ist hier irgendwo ein Sonnensymbol, Mondsymbol? Eine Feinde in der Nähe. Ja, dank meines Items ist das schon recht nützlich. Wie war das denn jetzt hier? Ich brauche gleich, oh, ich müsste ich gleich noch mal ein paar Fackeln bauen. Da ist ein Zombie. Schön, dass wir drüber geredet haben. Ich gehe mal vorsichtshalber wieder zurück zum Bumerang. Wo die Hasen daherkommen, weiß ich nicht. Du machst mir keinen Schaden, aber ich kann dich killen. Ja, das war jetzt nicht so nett. Genau, da wurde ich ja erledigt. Da gibt's doch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich sehe da aber auch keine Falle. Seht ihr da eine Falle? Ich sehe da keine Falle. Der Plan wäre jetzt vielleicht, dass ich mir einfach paar Dreckblöcke nehme und dann ja, aber der Hase löst die verdammte Falle nicht aus, oder wie? Was ist das denn für ein Mist? Doch Beschiss. Habe ich das mal wieder extrem blöd hingesetzt. Dann mache ich das doch mal so. Wo kann ich denn jetzt? Da könnte ich, oder? Ja, nee. Halt, nein, so. Und nochmal Licht. Kann ich denn? Mach das jetzt einfach so. Da waren Seile drin. Das war ja jetzt großes Kino. Hier könnte auch noch mal ein bisschen Licht nicht schaden. Da ist ein kleines Loch, aber ich glaube fast, da geht es nicht weiter. Wo zur Hölle ist denn da eine Falle? Ist das eine Falle? Wie das jetzt hier aus? Kann ich das da abbauen? Pfeilfalle. Aha, okay. Da muss man aber schon echt genau hingucken. Oh, hier schon fast eine Lupe. So, ein Steinblock. Wie sieht das denn hier so aus? Lauter Steinblöcke. Kann ich das hier auch wieder ein bisschen wegmachen, aber sieht jetzt nicht so aus, als ob es da noch irgendwas geben würde. Da rechts ist Wasser. Ist das ein Hinweis darauf, dass da noch irgendwas Interessantes kommt? Oder dass es da noch was geben könnte? Baue mich hier einfach mal weiter. Hindurch, hindurch. Das Problem ist jetzt, ich komme da so nicht mehr hoch, oder? Oder kann ich da noch ein Seil hinsetzen? Seil habe ich ja jede Menge. Doch, das geht sogar. Wunderbar. Dann gehe ich doch erstmal wieder nach oben. Und da ist schon wieder so ein blöder Wurm. Uah!
Perfekt. Naja, nicht ganz, aber es geht in die richtige Richtung. Hier war auch nichts weiter. Gut, dann sollte ich mir das vielleicht erstmal schenken. Und dann wieder nach rechts da gehen. Wow. So, ich habe mir hier auch was zusammengebaut. Ist der pure Wahnsinn. So, als erstes, bevor ich da überhaupt irgendwas mache, nehme ich nochmal die Sternschnuppe mit. Kann ich bestimmt irgendwann noch gebrauchen. Und nun, ich hätte gern nochmal ein paar Fackeln. Da fackel ich doch nicht lang. Petroleumfackel. Fackel und beliebig Holz. Leuchtet die mehr aus, Petroleumfackel, oder? Ja, das ist ein anderer Unterschied, will mir da jetzt auch nicht einfallen. So. 42. Licht kann man nie genug haben. Gut. Habe ich sogar schon zu viel hier. Würde gerne, dann packen wir die restlichen dahin. Gut. Jetzt ist es schon wieder dunkel, oder wie? Läuft da einfach ein Zombie auf dem Dach rum. Ich werde verrückt. Ich kämpfe jetzt hier mal ein bisschen. Vielleicht lassen die ja noch irgendwas Nettes fallen. Du läufst einfach weiter. Ist ja interessant. Sollte ich denn eigentlich immer von den Häusern da die Türen zu machen? Oder ist das... Also ja, wenn ich drin bin wahrscheinlich, aber wenn ich rausgehe, kann ich die doch eigentlich auch auflassen, oder nicht? Oder rächt sich das irgendwann? Frage, nächste Frage. So, jetzt bin ich endlich wieder da, wo ich die ganze Zeit hin wollte. Was bist du denn gewesen? Pinky, 300 Lebenspunkte. Hab da ein ungutes Gefühl, was Pinky angeht. Ein richtig ungutes Gefühl, was Pinky angeht. Ach Mann, warum denn? Kann er nicht woanders spielen gehen? Lebenspunkte. Das könnte jetzt ganz schnell zu Ende gehen. Moment, ich schau mal kurz, was habe ich denn hier? Goldmünzen, Kupfermünzen, Silbermünzen. Oh, 2-1 Risiko. Wenn er da im Wasser bleibt, dann könnte ich das ein bisschen zu meinem Gunsten ausnutzen. Und ich sehe schon, ich mache hier richtig viel Schaden an Pinky. Und jetzt kommt da auch noch ein blauer Blob von der Seite. Und das ist ja mal absoluter Mist. Genau, bleibt mal beide da auf der Seite. Könnte jetzt ein bisschen dauern mit Pinky. Über das Geduld ist eine Tugend. Aber ich muss wirklich immer treffen, sonst wird das hier... Au! Aber du machst nicht so viel Schaden. Toll, jetzt springt er runter. Warte ich darauf, dass der wieder hochkommt. Was macht der da? So. Hey, Pinky. Pinky. Wo hast du Brain gelassen? Ach ja. Für schlechte Witze bin ich immer gut. Der ist weg. Oh Gott, das war knapp. Ich hätte gern mal ein bisschen Licht hier. Und hier sind dann noch so Vasen. Seil, jede Menge Seil. Schon faszinierend, dass mein Boomerang unter Wasser funktioniert. Kann ich dich mal eben ausschalten? Jawohl, was hast du denn da? Was ist das denn? Leuchtstab. Kann ich den...
Kann ich den denn irgendwie abbauen, einsammeln? Pinky ist wieder da. Oh Mann, ich kann mich hier gar nicht entscheiden, wo ich denn hier jetzt hin will. Uah, Pinky. Der macht nicht so viel Schaden, aber der hat eine Menge Lebenspunkte. Von daher, vielleicht kriege ich ja was Nettes. Was war denn hier? Zinnerz. Das war jetzt irgendwie nicht so toll. Da hatte ich mir jetzt mehr von versprochen, ganz ehrlich. Genau. Dann nochmal hoch. Mal hier rüber. Leuchtstäbe sind echt cool. Die könnte man dann auch irgendwo runterschmeißen, wo man nichts sieht. Da oben ist auch noch so eine Vase. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich könnte da oben wieder vielleicht mit einem Seil hinkommen. Problem ist, so funktioniert das nicht. Was passiert denn, wenn ich mir da selbst das abgrabe? Dann falle ich runter. Was für eine Überraschung. Was für eine Überraschung. So. Oh, verdammt, jetzt fängt der Mist wieder an. Nein! Ach, komm schon. Verdammt. Der Bumerang liegt aber auch ganz schön langsam. Ich würde gerne... Oh, das sind sogar zwei jetzt. Ich will doch nur einfach da hoch. Das kann doch nicht zu viel verlangt sein. Oh Mann, ich breche mir hier einen ab. Ich muss jetzt erst die Würmer erledigen. Muss erst die Würmer erledigen. Jetzt kommt schon her. Ihr seid da unten. Ah, komm schon. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Position hier gegen Würmer, wenn ich nicht runterfalle. Ah, ja, genau. die sind ein bisschen blöd. Gibt es eigentlich auch andere Waffen, die schneller sind? Also der Bumerang, der muss ja erstmal fliegen und dann kommt er zurück. Das kann doch nicht so schwer sein. Leute! Nein, da wollte ich gar nicht so. Es ist hier versteckte Kamera, wisst ihr? Genau, wenn ich so ein bisschen auf mich auf die Seite drehe, dann... jetzt müsste es doch eigentlich gehen, dass ich weiter nach oben... Ja, gut. Mann, das war ja... Kein Kommentar. War das. Wurfstern. Interessant. Hier das Spinnennetz. Wurfstern weiß ich nicht. Die sind ja auch in einer Menge begrenzt, würde ich mal drauf tippen. Und daher weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich versuche mich hier nochmal so ein bisschen durchzubuddeln. Ich will da unten nicht ins Wasser. Ich würde gerne mal sehen, ob da noch irgendwas ist, wo es hier jetzt hier so dunkel ist. Aber sieht jetzt nicht danach aus. Obwohl, doch, hier geht's durch. Zumindest ist hier noch so eine Mini-Höhle, wie scheint. Das ist auf jeden Fall, ja... Da geht's nicht weiter. Da unten ist nur noch eine Blauqualle. Deswegen schenke ich mir das jetzt, glaube ich, mal. Gut, da unten sind jetzt drei Blobs.
Die Frage ist jetzt, treffe ich die von hier oben? Na, nur wenn die vielleicht springen. Kann natürlich versuchen, hier das so zu machen. Ja, da guckt er blöd, wa? So ohne Augen guckt er sowieso ganz blöd. Das lief doch mal voll nach Plan. Gut. Da unten ist noch so ein blauer Blob. Aber bald muss ich echt die Videos länger machen. Bis ich hier mal zu Pötte komme. Das Video schon wieder vorbei, so ungefähr. Jetzt mach schon. Mach schon! Genau, mach schon, stirb! Da war noch ein bisschen Glibber, da war ja noch das Gold. Hätte ich, glaube ich, vielleicht noch abbauen können. Also da wäre ich wahrscheinlich wieder rausgekommen. So, der Blob ist da jetzt an einer blöden Stelle, weil... Doch, ich treffe ihn, aber... Weil da muss er immer direkt davor sitzen. Alles nur eine Frage der Zeit. Mach schon. Mach schon! So. Dann buddel ich das hier mal eben weg, die Münzen einzusammeln. Und was, du bist einfach nur so ein gelber Schleimblob. Ein Schleimblob. Das ist echt immer blöder Winkel. So direkt nach unten. Du hältst ganz schön viel aus. Wollte ja eigentlich immer mit dem Schwert kämpfen, aber der Bumerang ist einfach zu praktisch. Fernkampf. Was macht der da? Fernkampf ist so imbar. Mann, ich will dich töten. Du kannst doch nicht einfach von mir fliehen. So, Glibber. Da. Was haben wir denn hier jetzt? Hier war ich ja auch schon, genau. Dann hier runter. Brauche ja schon eine halbe Stunde, 20 Minuten, bis ich hier wieder unten bin. So, das kann ich natürlich auch abbauen. Zinn nehme ich mal mit. So, das... Dann hier mal weiter runter und noch weiter runter und noch weiter runter. Wie war das denn hier? Bin ich hier irgendwo gestorben? Ich würde gerne da irgendwo... Nein, ich würde gerne... Kurz blöde Fackel nehmen und... Oh Mann. So, dann machen wir halt da eine Fackel hin. Frage ist jetzt... Was ist das denn? Das sieht selten aus. Ich baue mir hier mal so eine Brücke. Warum nicht? Und mach mir dann da noch so ein hier weiter ein Licht hin. Sieht aber fast so aus, als ob hier nur noch Wasser kommt. Ehrlich gesagt ein bisschen blöd ist. Oh nein! Nein, nicht absaufen, aber ich sauf nicht ab. Ist das hoch genug? Nein, das ist nicht hoch genug. Gut. Dann muss ich jetzt... Das ist aber jetzt hoch genug. Ja, ist es. Gut. Aber das sieht aus wie ein Dead End hier. Ich sollte mich mal wieder um die Qualle da kümmern, bevor die zum Problem wird. Aber sieht verdächtig danach aus, als ob es da noch weitergeht. Gut.
Dann mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen gleich wieder. Komm schon her. Jetzt komm doch her. So. Bam. Ja, das könnte ich einsammeln. Baue ich mir hier so eine kleine Stufe hin. Dann müsste ich auch da problemlos wieder hochkommen. So. So. Und dann geht's hier mal weiter. Ich baue mir hier was zusammen. Das ist der... ist der Burner. So, kann jetzt nur leider... doch da. Hui. Piranha, das wäre eine... das wäre echt gut geworden. Wenn ich da noch ein bisschen weiter so gegangen wäre. Piranha hat wie viele Lebenspunkte? Ja, habe ich jetzt nicht gesehen. So. Hallo Licht. Ja, ein bisschen da Licht hin. Da ist ein Blob. Ah. Dann möchte ich doch jetzt mal gerne ein Seil nehmen. Oh Gott. Ja, das passt schon irgendwie. Da passe ich nur nicht durch. Okay, das passt dann nicht. Wie viel sind denn da? Könnt ihr bitte da mal runterfallen? Wäre zu nett. Kinders. So, jetzt könnt ihr da runterfallen. Ist noch eine Höhlenfledermaus. Ah, nein. Geh weg. Die hat es jetzt aber direkt auf mich abgesehen. Ja, ihr springt da oben schön hin und her. Das ist ja echt toll. Treffen werde ich da so auch keinen. Ich bräuchte noch mal ein bisschen mehr Seil, genau, und den Bumerang. Das könnte jetzt ein bisschen doof werden. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Gut. Und noch ein bisschen. Wo setze ich denn das Licht hin? Hier kann man... mach mal hier ein Licht hin. Und... ja, da wollte ich jetzt zwar nicht runter, aber habe ich noch die Kupfermützen eingesammelt. Baue mich hier einfach nach oben. Und ich hätte gern ein bisschen Licht. Zumindest etwas. Da ist schon mal eine Menge Wasser, so wie das aussieht. Was bist du denn? Gespickter Eisschleim. Ist ja interessant. Was bist du? Schnee? Was? Schnee was? Schneeflicks? Schneeflings? Kein Plan. So. Und ich würde mal sagen... Moment, das sind doch... das sind Fledermäuse. Das heißt, hier ist also eine freie Fläche. Aber der werde ich mich dann in der nächsten Folge zuwenden. Ich hoffe, ich komme dann mal schneller runter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Und wie immer, wenn ihr irgendeinen Tipp habt für mich, dann schreibt ihn doch bitte in die Kommentare. Ich würde mich auch sehr über einen Daumen nach oben freuen. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.